Moin Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Wir haben beim letzten Mal Nickelerz besorgt und haben dann hier für den Krebs schon mal das Tiefenmodul Stufe 2 gemacht. Und ich würde mal schauen, ob wir heute vielleicht noch für die Seebahn direkt auch das Tiefenmodul Stufe 2 machen. Deswegen besorge ich gerade noch mal ganz kurz einen Diamant. Ich brauche noch ein Blei und zwei Quarz. So, Blei müssen wir aber noch da haben, meine ich. Ja, da haben wir noch ein bisschen Blei. Und da machen wir hier schon mal emailliertes Glas. So. Dann brauchten wir den Wickelpilz. Oh. Und den Wickelpilz und einen Rubin. Genau, das haben wir auch hier hinten. Einmal da und Wickelpilz ist direkt nebenan. So. Genau. Machen wir auch einmal ganz schnell fertig. Dann brauchen wir als nächstes nochmal zwei Rubine. Oh, das wird schon eng. Das wird schon sehr, sehr eng. Ich hoffe, ich habe noch irgendwo einen rumfliegen oder mehrere. Ansonsten müssen wir mal gucken. Dann müssen wir in der nächsten Tour in die Kristallhöhle auf jeden Fall Rubine mitnehmen. Und leider habe ich keinen weiteren Rubin. Das ist schlecht. Da wird es Zeit, welche ranzuschaffen. Nee, nur einer. Ja, dann schmeiße ich das damit rein. Krebs, Tiefmodul, Stufe 2 haben wir fertig. Wie sieht denn das aus? Okay. Ja, gut. Kann ja nicht haden. Da fällt mir nur gerade ein, ich wollte ja mir noch so ein Versorgungspaket machen. Da habe ich doch bestimmt noch diese... Hier, genau, die nehme ich alle mal mit. Da habe ich noch ein Wasser drin. Das packe ich direkt mal in die Seebahn. Und hier unten brauchen wir noch Lautsprecher. So. Beziehungsweise nicht in die Seebahn direkt, sondern oh, sondern hier rein. Ja, genau. Hier. Na, wobei, eine nehme ich noch mit. Und das tue ich noch rein. Ich nenne es mal Notfall. Dann komme ich hoffentlich drauf, wenn ich es brauche. Ich tendiere ja dazu, daran nicht zu denken, wenn ich es dann brauche. Aber hoffen wir mal Gutes. Ich werde mich jetzt auch nochmal schnell vollschlagen. Mit Nahrungsmitteln. Und wir gucken mal gerade. Wie tief geht das? 1100 Meter. Damit sollten wir auf jeden Fall ein bisschen tiefer kommen. Und dann werde ich mich da auch direkt wieder auf eine kleine Tour begeben. Denn damit kommen wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen tiefer. Da können wir eigentlich auch direkt wieder in die Kristallhöhle reingehen. Ja. Dann lass uns losgehen und reisen in die Kristallhöhle. Jo. Das Schöne ist ja jetzt, wo ich weiß, dass ich das hier so ranziehen kann. Da brauche ich dann auf jeden Fall nicht mehr rückwärts und blind da ranzufahren. Sondern ich mache einfach den hier. Perfekt. Der Krebs, wie sieht es aus hier von der Energie? Die ist bei 99%, aber ich mache den jetzt nicht hier rein wegen dem 1%, sondern... Also doch, schon, aber nicht jetzt nur deswegen. Sondern ich hole mir direkt noch ein bisschen Energie mit. Da, da und da. Genau. Ja komm, und davon hole ich noch drei. Was soll's. Plupp. Da tue ich das auch tatsächlich in die Seebahn rein. Unter Notfall. Und hoch geht's. Da müssen wir rein. Notfall befindet sich hier. Zack, zack, zack. Und dann geht's los. Zurück in die Tiefe. Moment, das war da hinten. Nein. Basis? Ach nee, warte, das war ja das Verwirrende, das war da. Genau. Da geht's einmal runter. Ja. Lichtverbesserung, ihr seht tatsächlich so mehr. Denke ich mal. Da
schwimmt noch ein lebendiges Wasser. Hier ist echt ein bisschen viel Wasser. Und hier mache ich schon mal langsam das Licht an. Was ist denn da los? Wieso hängt denn da eins mitten in der Luft? Habe ich das mal rausgeschmissen? Hier fehlt eigentlich auch so ein Radio. Hat sich ein bisschen fies angehört, aber ich glaube, das war nur so ein Schreihals. Das wäre noch cool, wenn es irgendwann mal in einem Subnautica-Teil, also wenn die noch einen machen, man weiß ja nie, fände ich es cool wirklich, wenn man in Fahrzeugen so ein Radio haben kann, dass es ein bisschen entspannter ist. Ich muss auch ehrlich sagen, das habe ich ja schon hier und da mal erwähnt, ich finde es auch nicht schlecht, dass das hier jetzt nicht so auf Horror ist wie der erste Teil. Das macht halt, ich meine, man hat hier natürlich auch seinen Horror, wenn man nicht weiß, was kommt. Ich bin hier falsch. Also gerade auch, wenn man so, wie zum Beispiel gerade vor 2 Minuten, einfach mal so ins Nichts schwimmt und nicht weiß, ob da jetzt ein Leviathan kommt. Da hat man natürlich dahingehend so ein bisschen Horror, oder wenn da wirklich ein Leviathan ist, der einen vielleicht gleich holt. Aber das war ja im ersten Teil, war das ja noch ein bisschen schwieriger alles. Das funktioniert echt schnell mit dem Wasser. Das war ja alles ein bisschen schwieriger, das war ja alles ein bisschen gruseliger, so wie ich das empfand. Gerade auch mit den Warpern und so, mit diesen, wie hießen die nochmal, auf Deutsch, glaube ich, Krabbentintenfische oder sowas. Und oder diesen Würmern. Das war halt alles ganz cool, aber ich finde es hier echt wirklich ein bisschen entspannter und ein bisschen angenehmer, dann einfach mal hier so schöne Reisen zu machen, sich das Ganze mal anzugucken. Nach vorne zu arbeiten. Aber das ist natürlich auch immer Geschmackssache. Manche mögen es natürlich mehr, dass es so diese Horrorelemente hat. Aber ja, das ist halt, wie soll ich sagen? Ein ganz schönes Gegenstück mal, so ein bisschen. Zum ersten Teil. Und gleich werden wir wieder begrüßt. Oh, hat nicht funktioniert. Schade. Was ist das überhaupt für ein Ding? Also nicht der hier, sondern geh weg. Achso, Moment. Wenn er mich hat, sollte ich das vielleicht mal machen. Eventuell hilft das. Gut, ich werde wieder so bei 649 Metern halten. Denke ich mal. Ja, ich mache Licht aus. Also, das blendet mich mehr. Oder... es verpestet mehr das Sichtfeld durch die Lichtverschmutzung, als dass ich hier, dass das gerade Nutzen hat. Oh, hier sind wir ja schon. Da gehe ich aber mal ein bisschen an Seite. Ist das... Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Na gut, ich bleibe einfach hier stehen, komm. So, jo. Wieso? Achso. Okay, das ganze Ding ist auf 69% gewesen. Das heißt, ich muss gerade noch ein hinteres Teil reparieren. Ja, hier. Dann würde ich sagen, beginnen wir mal die Reise in die Tiefe. Stimmt, jetzt habe ich ja hier auch den Bohrarm dabei. Jetzt müssen wir nur dran denken, wir sind ja auch auf Rubine aus. Dass wir die auch direkt mitnehmen, wenn wir die sehen. Kupfererz brauche ich gerade nicht. Noch nicht. Und hier haben wir tatsächlich auch, glaube ich, den Eingang. Ja. Genau. Ich glaube, Diamanten werde ich auch wieder brauchen, wenn die hier schon so rumliegen. 700 Meter sind wir tief. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt hier direkt verbunden wurde. An der Stelle. Ja, ich glaube schon. Doch, da ist es. Okay. Na gut. Dann rein da, wenn ich reinkomme. Lässt nach, ich komme rein. Ist aber nicht zufällig. Darf ich rein? Ah, nee, da komme ich gar nicht rein.
Ah, okay, hier ist kein Wasser. Perfekt. Das sieht voll cool aus irgendwie. Cool. Jo. Voll schön. Oh, das ist aber gar nicht gut, wenn hier... vielleicht sollte ich mich beeilen. Ich fand das damals schon so cool. Diese Kristallhöhle hier. Denn hier Schuhe ist. Ich gucke auch gerade mal so ein bisschen abseits, ob ich irgendwas finde noch, was relevant sein könnte. Aber hier ist nichts. Der Bauerkörperteil. Jo. Construct bionic organs with the scanned material, both primary and secondary. Our designs provide for redundancies. Given your current location, I think they could still be improved. Your feedback has been noted. Aber... Ach nee, ich habe das hier verwechselt. Ich dachte, das hier wäre das Labor gewesen, wo man die Teile dann auch zusammenbaut. Nee, das war ja noch ein paar hundert Meter tiefer. Am Ende, da wo es die roten Kristalle sind. Gut. Wissen wir das schon mal? Ja, dann ist ja hier nichts weiter. Dann brauche ich ja auch gar nichts markieren. Ich habe nämlich eben gedacht, ich setze hier vielleicht mal eine Boje hin. Aber gut. Wenn hier nur dieses eine Körperteil ist, also nur die Organe sind, dann brauche ich da nichts weiter machen. Dann geht's weiter. Ach nee, hier ist nichts. Ne? Hier ist einfach nur Sackgasse. Außer ein paar Diamanten. Aber ja. Ich könnte vielleicht mal schon mal vorab suchen. Baupläne. Ja, da ist das. Nee, das ist die Quantenkiste. Quatsch. Ich dachte, das wäre das Teil, was ich da gebraucht habe. Dieses Überbrückungsmodul. Da. Ach, das ist ja nichts. Das brauche ich mir jetzt. Da brauche ich nichts anfangen zu sammeln. Außer halt den Ionenwürfel. Oh, hoffentlich habe ich nicht so viele Ionenwürfel, verbaut. Da ist noch ein bisschen Kyanid. Ich glaube, ich nehme mir mal was mit. Ja. Und wie gesagt, Diamanten dann. Nicht Diamanten, Quatsch, Rubine brauchen wir dann. Diamanten weiß ich nicht. Diamanten hatten wir, glaube ich, ziemlich viele noch, weil ich da einmal im Diamantenbahn war und mir gedacht habe, jo, dann hole ich jetzt mal was mit, womit wir ein bisschen aussorgen. Und ich hasse es, dass man mit dem Krebs nicht so ganz nach oben gucken kann. Da weiß man nie genau, was über einem liegt. Da ist der Dicke. Die Seebahn ist... Komm nicht auf blöde Gedanken, bitte. Gehen mal gerade hier runter. Genau. Hier rein. Und dann hoffe ich, dass wir hier Rubine finden, aber hier ist ja echt gar nichts. Das sieht so ein bisschen toxisch aus. Ich würde aber trotzdem mal gern runter. Gold sollte ich vielleicht mal mitnehmen. Das baue ich mal ab. Das ist ja eigentlich auch ein ganz guter Ort, um eine Basis zu bauen, weil man hier wirklich sicher ist nochmal. Also der sollte eigentlich kein Leviathan hinkommen. Ich frage mich gerade wirklich, ob zwei Arme vielleicht sogar schneller sind. Ich muss halt da nur bei Einzelärzten immer raus, aber... Ich glaube, die haben sich nichts getan. Also ein zweiter Arm. Es sei denn, die haben da mittlerweile was gemacht. Beim ersten Teil ging das auf jeden Fall, meine ich nicht, dass man sich da ein bisschen Speed-Bonus holt beim Abbau. Das war's.
So, hier war das Loch. Da geht's gar nicht hin. Okay, das ist so eine künstliche... Warum haben die denn... Das glaube ich jetzt nicht. Wieso haben die denn hier... Wieso ist denn hier so eine künstliche Wand? Wenn da unten noch I zu ist. Oder ich bin zu dick. Ich hätte gern ein paar Rubine. Das ist Gold, das ist Silber, Erz. Okay. Ich dachte gerade kurz, was ist das für ein Würmchen? Aber das würde ich so gerne auch so leuchten haben zu Hause. Da sind wir. Na gut, ich glaube, wir können hier tatsächlich raus, weil, ja. Ich hoffe, die Seebahn hat nichts abbekommen. Ich glaube, die steht aber noch da, wo sie war. Ich gehe mal kurz rein. Geht's dir noch gut? Jo, du bist bei 100%. Perfekt. Da hat sich der Leviathan nicht interessiert. Finde ich auch mal gut. Dann gehen wir zurück in den Krebs. Und dann schauen wir weiter. Ich brauche immer noch Rubin. Diese roten Viecher, die sind mich die ganze Zeit am irritieren. Ich denke die ganze Zeit, das sind Rubine. Da haben wir doch welche. Ich hole gleich einfach die Viecher mit. Haben die bestimmt... Oh, was bist du für einer? Achso, das... Hä, das sah ja gerade voll komisch aus, der Blasenviech. So ungewohnt. Ja, rote Sichelflosse. Gebiet ist aber auch nicht so rubinreich, muss man sagen. Also nicht so richtig krass. Es sei denn, ich habe schon gesammelt hier auf der Ecke. Na komm. Achso, oh, was? Was? Habe ich denn alles gesammelt? Wobei, wenn ich jetzt hinten mal in den Behälter gucke, dann hocke ich mich mal gerade hier unten hin. Wobei, hier bin ich auch nicht 100% sicher, aber ich beeile mich. Ach, das Gold hat so viel Platz jetzt gefressen. Ich habe gerade das Gefühl, über mir ist ein Leviathan. Oder nicht weit. Okay. Ich gehe mal gerade rein. So. Ich glaube, ich würde tatsächlich... Oh, die sind noch gut. Ah, warte mal, die verderben gar nicht. Das ist gut. Was wollte ich jetzt sagen? Ich glaube, ich würde an der Stelle nochmal nach Hause... Achso, sind noch Rubine da, ja. Ich würde an der Stelle nochmal nach Hause reisen, um tatsächlich noch das Upgrade hier zu machen. Genau, ich würde das machen. Toll. Ja, ich hoffe, der interessiert sich nicht für uns. Genau, weil wir haben ja die Rubine, die wir brauchen. Da müssen wir auch noch ein paar Signalbojen machen. Aber wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut. Ich speichere mal ganz schnell.
Und ja, dann machen wir das in der nächsten Folge und dann geht's hier nochmal runter, glaube ich. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann seid doch so lieb, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und das noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich würde mich drüber freuen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.